Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2, den Achievements. Wir gehen heute zu der Mission am Weizberg. Das ist, halten Sie in der goldenen Stadt erfolgreichen alten Turm nordöstlich der Stadt. Goldene Stadt ist bei Jan Žižka hier oben. Und nordöstlich der Stadt, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ach du Scheiße, was war das denn nochmal? Boah, ich kenne das nicht mehr, ich schwör's euch. Ich hab's wirklich vergessen, also ohne Witz. Fuck. Okay, verteidigen Sie Prag, indem Sie König Sigismund, die Königstreuen und die Kreuzfahrer besiegen. Ich sollte die besiegen? Okay. Erobern Sie den Veitsdom-Monument, um die Kleinseite von Königstreuen zurückzuerobern. Okay. Also. Okay. Und sammeln Sie Vorratskarren aus lokalen Lagerhäusern ein und bringen Sie sie nach Prag zurück, um Rohstoffe zu erhalten. Sigismund und seine Kreuzfahrer nähern sich unserer goldenen Stadt. Aber keine Angst, wir werden sie von unseren Mauern vertreiben. Ebenso wie aus Böhmen. Ich schwöre es euch, ich habe es komplett vergessen. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt bei der Mission jetzt, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, Mann. Und den soll ich verteidigen? Das Scheißding. Oh, das sagt mir was. Nein, Junge, nur du sollst gehen, bitte. Verpiss dich. Okay, Vorratskarren sollen wir finden. Du kannst auch ganz kurz das machen. Jsem připravena. Sběrám. Jsem připraven. Stavím. Stavbuch. Stavím. Stavbuch. Stavím. Ano, ano, vykonám to. Nee, weil es natürlich gerne mit. Oh, drei Hinschläge. Wir waren mit den Hussitenwagen. Was können wir noch? Ich hab's mich komplett vergessen. Speerkämpfer, also Trash ist quasi besser bei uns. Schmieden und Universitäten kosten weniger, ist schön und gut. Bringt mir zwar gerade nicht viel. Schießpulvereinheiten bewegen sich schneller. Das ist gut für die Hussiten natürlich, klar. Ja. Im Endeffekt machen wir Hussitenwagen und Hellebardiere. Alles klar. Dann sollten wir ganz kurz unsere Kasernen suchen. Machen den Kram schon mal. Und den Kram. Wir können schon mal ganz kurz so ein, zwei davon machen. Wir können vorerst mit Nachschub aus dem Nordosten rechnen. Aber Sigismunds Söldner haben alle anderen Straßen nach Prag blockiert. Wir sollten diese Teufel beseitigen, damit die Ressourcen aus allen Richtungen herangeschafft werden können. Okay, die Vulkanen sehen jetzt nicht allzu schlimm aus tatsächlich. Ich hatte... warte mal, mir kommt das gerade ein bisschen bekannt vor. Doch, ich erinnere mich. Ich hab die Hussitenwagen auf jeden Fall gut in Erinnerung. Die waren toll. Leider nicht mehr ganz so. Wir haben einige Vorräte aus dem Lagerhaus gebaut. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. Ja, immer gerne. So, ich müsste jetzt eigentlich die Lebardiere gerne machen. Dafür können wir gerne ein bisschen Holz verkaufen, weil das brauchen wir jetzt gerade eh nicht so dringend. Habe ich einen Marktplatz? Ja, haben wir. So. Der Lebardiere ist auf jeden Fall ein guter Trash. Dass ihr natürlich alleine vorgeht, ist natürlich jetzt nicht die beste Idee gewesen, bin ich ehrlich. Das ist so jetzt gerade leider gar nicht. Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. Ey, du, ich bin ehrlich, das hat mir schon geholfen. Forschung ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass die auf jeden Fall schon mal verpasst sind. Ah, lol, ich weiß wieder, was hier war. Wir hatten hier zugemacht gehabt. Stavim. Ich erinnere mich. Stavim. Ich hab den Turm verloren damals? Hallo, pane. Das ist ja traurig. Dosbranie. Ja gut, okay, kann passieren, aber ist ja traurig. Oh Gott, ich hab. Also, wenn du die Karte siehst am Anfang, ist das schon direkt wieder stressig, bin ich ja ehrlich. Es ist doch dumm, wenn ich alle an Nahrung dran habe. Fällt mir immer so auf. Bin ich ja ehrlich? Weiß nicht, war das die Idee? Naja, ist egal.
Aber ich hätte auch keine Nachbarn, das ist auch ein Problem, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Wir müssen halt vollkommen auf Nachschub hoffen, wenn wir ganz ehrlich sind. Alter, hat sie den Weg rasiert. Oh mein Gott. Ey, die Hussitenwangen sind einfach nur edel, bin ich ehrlich. Ano, do utoku! Auf jeden Fall, das, was wir können, sollten wir befreien. Das ist, denke ich mal, sehr offensichtlich. Schmiede. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Das ist gut, speichern wir weiter im Text. Aber von der Karte ist man auf jeden Fall. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janjishka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Stavim. Machen wir. Stavim, 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 Stavim. Sollten wir eigentlich alles easy hinkriegen? Da ist das Ding dann. Das heißt, wir sollten am besten gleich einen Triborg hinsetzen, wenn wir denn können. Einer reicht uns ja schon mal theoretisch. Das sollte die Burg schaffen, hoffe ich, solange da keine Belagerung davon kommt. Ah, das ist ein Turm, wo da drauf, wo die raufhauen. Ja. Ah ja, Janjishka war auf jeden Fall alles echt ordentlich und schön gebaut. Wir sind euch dankbar, Janjishka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Auf jeden Fall. Anno. Stavim. Stavim. So, können wir irgendwie Sachen bauen? Ja, wenn wir Stein hätten, könnten wir theoretischerweise auch bauen. Wenn. Ja, die haben Dingens. Das ist natürlich ärgerlich. Anno. Co przykazujesz? Ano, rozumím. Ano, pane. Bojujme. Ja, das habe ich leider gar nicht gesehen. Oder zu spät halt einfach. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber stimmt, der schickt Kanonen. Ano, bojujme. Das hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Naja. Ja, die ano, Punkt müssen wir reparieren. Oruzemi. Opravuju. Ciepu drzewo. K vašim službám. Piekst weg. Rozumím. Ano. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Und zurück. Rozumím. So, wenn wir das Ding kaputt haben, können wir versuchen, da auch ein bisschen reinzugehen. Ihr könnt da schon mal hingehen und ganz kurz einen Außenposten hinsetzen. Einfach nur, falls wir das benötigen. Ich weiß nämlich auch nicht, wie das hier aussieht. Mehr Sichtweite ist immer hilfreich. So, tötet die. Ano, pane. Rozumím. Adlige Ritter und Kreuzfahrer! Reißt diese Mauern ein und sprengt mir die Köpfe der Hussiten! Mach gerne, was du möchtest, das ist mir gerade nicht so wichtig. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Also hier, wo ich jetzt gerade wichtige Stellen habe. Okay. Wir speichern einfach immer wieder. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht, dass das nicht so viel ist. Ich müsste irgendwie eine Unit machen mit Gold und Dingens, aber ich wüsste gerade nicht, welche ich am besten nutzen könnte. Ja, Handkanoniere sind eine Option, bin ich ehrlich, aber will ich die haben? Ja, komm. Ja, wow, smart. Ja, der wird sterben. Naja. Co przykazujesz? Ano. Waschim Stuschbam. Ano, bojujme. Kann ja auch keine Ahnung, ja so komisch aggressiv reingehen. Jak żada. Rozumím. Soll es auch. Ano. Jak żada. Co przykazujesz? Au. Ja, die Kanonen waren nervig, das erinnere ich mich dran. Ach du Scheiße. Da haben wir zu spät drauf aufgepasst, aber ist egal, solange die Burg fällt, reicht es für mich. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janjishka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Richtig. Passt das hier? Sieht gut aus. Solange die Burg fällt, haben wir schon einen Riesengewinn. Bin ich ehrlich. So, haben wir. Vašim službám. Dann Hussitenwagen, keine Wunde hält diesen einäugigen Krieger auf. Ich kehre zurück, das verspreche ich. Wir sind euch dankbar, Janjishka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil ich das jetzt leider gerade gar nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Noch ein paar davon.
Budiš. Schlecht? Das Buch. Anno. Anno. Geht aber schon klar, glaube ich. Aber ich erinnere mich, die ganzen Mönche auch da links hingestapelt. Ja, ja, das sind alles Sachen, die habe ich alles mal irgendwie damals gesehen. Komplett vergessen alles, ne? Ich bin eine ganze Armee verloren, weil ich jetzt leider nicht aufgepasst habe. Passiert. Oh, das ist schlecht. Jetzt ist da eine Kaserne, lol. Sehr schön. Okay, ich bin ehrlich. Das ist ein bisschen hart gerade. Kriegen die aber schon irgendwie hin. So, passt. Anno. Was stimmst du über? Nein, Mann, ich will doch nur die Dinger da anklicken, Mann. Ich krieg sie nicht angeklickt. Anno. Danke. Co přikazuješ? Junge. K vašim službám. K vašim službám. So, das sollst du hinkriegen. Ano. Co přikazuješ? Bojujme. Sehr gut. Ano, pane. Dahin gehen, defensiv bleiben, den Grünen packt ihr schon. Jetzt ist das Ding da oben gestorben. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank. Das habe ich auf jeden Fall gebraucht. Co žádáš? Vykonám to. Ihr habt nichts zu tun, das ist nicht so schlimm. Ihr müsst auf jeden Fall, keine Ahnung, Gold hacken, Holz hacken, macht was ihr wollt. Štěpu dřevo. Gebt mir ein bisschen Holz hacken. Das ist schlecht. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Warte, bist du damals auch schon so stressig? Da hab ich gleich mal so eine Erinnerung. Zdaš Bůh, staví. Co žádáš? Ožu zemi. Ist auch schon ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin, wie wenig Dorfbewohner wir haben. Weil so ein bisschen Ressourcen selber sammeln hätte ich jetzt nichts ano. Gegen. Oh. Ja, RIP. Co přikazuješ? Ano. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janšiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Bojujme. Ano. Do zbraně. So ist gut. Co přikazuješ? Ich meine, der Gelbe muss auf jeden Fall zuerst sterben, das ist klar. Wenn der weg ist, dann haben wir schon auf jeden Fall hier deutlich entspannter. K vašim službám. Do útoku. Putz. Piekst ihn weg. Ano, pane. Oh, lebt noch. Piekst ihn weg. Ano, pane. Rozumím. Wir sind euch dankbar, Janšiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ich muss zwei Triebocke machen, es tut mir leid. Hilft nichts. Ano. Do zbraně. Okay. K vašim službám. Bojujme. Jak žádáš. Ano, pane. Ja. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Okay, okay. Ano. Okay. Wobei, nee, wir sammeln die ruhig mal alle. Da ist schon okay. Ja, Nahrung haben wir eine Menge tatsächlich, aber ich weiß halt nicht, wofür ich die jetzt am besten nutzen will. So ein paar Kanoniere wären auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also der Gelbe muss schnellstmöglich vernichtet werden. Der geht mir langsam echt auf den Keks, bin ich ehrlich. Das geht gar nicht klar mit dem. Ano, pane. Da habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal sehr lange dran gehangen, um den zu töten tatsächlich. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe gerade. Kann ich auch echt nochmal nachfüllen, du, bin ich ehrlich. Das ist ein harter Gegner gewesen. Die Zweimannsäge habe ich übrigens komplett vergessen. Haben wir auch eine Bühle irgendwo? Nee, ne? Jsem připraven. Stavím. Štěpu dřevo. Wir haben Verstärkung die Moldau hinaufgeschickt, aber die Festung Vyšehrad thront über dem Fluss. Beseitigt dieses Hindernis, damit wir uns den Truppen anschließen können. Wir haben einige Vorräte aus dem Lager ausgebaut. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. Mann, jetzt muss ich auch noch wirklich da wieder reingehen mit den Einheiten, ne? Das mit den Grünen ist ja auch hardcore nervig, bin ich ja ehrlich. Naja, was willst du machen? Nein! Nein! Udisch! Ja, Idiot. Ich lach das nochmal ganz kurz, das geht mir jetzt schon auf den Keks. War jetzt doch scheiße. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano.
So. Vaším službám, rozumím. Ano, pane. Co po mně žádáš, kráčí. Ve jménu hospodina. Ano, již kráčím. Okay. Wir haben Verstärkung die Moldau hinaufgeschickt, aber die Festung Vyšehrad thront über dem Fluss. Beseitigt dieses Hindernis, damit wir uns den Truppen anschließen können. Wir ja, Kumpel, was denkst du, wie schnell das geht? Aus dem Lagerhaus geborgen. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Entspannt euch. Ja, die Rationen okay. Sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. Ano. Die brauchen echt lange für diese Scheißdinger, also wir müssen wirklich auf Dings umwechseln. Okay. Wir müssen da Libertier an der Front haben, sonst geht das nicht, wegen den ganzen Belagerungswaffen. Deswegen haben wir es auf die Fresse gekriegt. Das kannst du ja so nicht vorher wissen, Mann. Ist doch scheiße. Okay. Ja, gut, ich bin ehrlich, ich bin gerade selber noch nicht so belegen, was wir am besten machen. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janžiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Du, ich gebe mein Bestes. Mach ich wirklich. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janžiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ach, das ist sehr wichtig. Ja. Macht mal, macht mal. Mehr Units, immer gut. So, können wir von hier darüber snipen? Müssen wir eigentlich, oder? Das habe ich bestimmt damals auch schon gesagt. Wetten wir? Das ist schon so lange her, aber ich wette mit euch, das habe ich auch damals probiert. Weil das macht doch nur Sinn eigentlich. Co přikazuješ? Hä? Ich hätte doch mit Shift hinzugefügt. Vaším službám, rozumím. Wir sind euch dankbar, Janžiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wir machen lieber ganz viel Trash und ganz viele davon. Ano, ja, ano, perfektes Timing, danke schön. Ano, super. Da kommt Freude auf. Ano, rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Locken die Richtung Burg. Jak kannst du keinem erzählen, als genau in diesem Moment ein Großangriff kommt. Also wirklich. So viel Pech musst du erstmal haben. Kannst du mir nicht erzählen? Wir sind euch dankbar, Janžiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Naja. Wir sind euch dankbar, Janžiška. Nutzt diese Vor... Ja, ich bin dabei. Halt die Fresse jetzt. Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ich gebe mir Mühe. So, jetzt können wir wenigstens ein bisschen gegenhalten. Okay. Ey, die Kanonen müssen so dringend weg, Mann. Der Gelbe ist so ein Hindernis einfach. Alter. Ei, Karamba. Aber gut, den haben wir geschafft. Bojujme, jak žádáš. Do útoku, rozumím. Bojujme. Okay. Na geil, perfekt. Okay. Ja, die wenn jetzt die Dings angreift, ist doch nicht so schlimm. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. So, schafft ihr. Gott sei Dank sind da noch ein paar Türme. Ich habe jetzt einen Tribug. Hier kannst du gerne sonst was freuen. Žižkas Kelchbanner wurde über dem Vyšehrad gehisst. Segelt den Fluss hinauf und unterstützt unsere hussitischen Brüder. Ja, danke. Das ist schon mal wichtig. Das ist wichtig und richtig. Danke dafür. Oh, damn, boy. Okay, die sind wieder zu dumm. Hängen die überall fest. Nice, Leute.
So, schön spannend bleiben, Leute. Wenn der Anführer gerecht ist, so ist es auch die Reise. Führt uns zum Sieg, Jan Žižka! Ja, ciao Schiffe. Ah, wobei, warte. War das smart? Ich glaube nicht. Wir können doch einfach hier unten hingehen und dann nochmal ein ganz kurzes Schiff an Land bringen. Ano. Rozumím. Do zbraně. K vašim službám. Ano, pane. Ano. Ano. So. K vašim službám. Ano. Huch, wo sind die Mönche? Nikola. Ach, die sind von der Front dran. So przykazuje. Ja, selbst schuld. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Jan Žižka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Das mache ich gerne. Aber erstmal lass dich bitte kurz gucken. K vašim službám. So. So przykazujesz. Setzen wir da ab und gehen da rein. Guten Tag, die Herrschaften. Ano. Do zbraně. Ja, der wird zwar niemals in den Vorrat durchkommen, denke ich mal, aber dann ist er schon mal weg. Wir sind euch dankbar, Jan Žižka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Ach so, noch besser. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Die Gegner verlieren dann sogar Ressourcen, das ist ja sogar noch geiler. Okay, da ist eine Mangel, da müssen wir echt aufpassen. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Alle Leute auf Seite. Passt. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. So, alle weg. Den Rest lassen wir da. Ano. Ano, pane. Bojujme. Das Schiff lassen wir nochmal ganz kurz hier stehen. Das habe ich mich. Ich hätte die nicht töten sollen, die Schiffe. Das war mein Fehler. Tut mir leid. Aber eins ist ja auch besser als keins. So, und jetzt muss sein Lager sterben, weil der ist der wichtigste Nervbolzen hier auf dem ganzen Platz. Der muss weg. So przykazujesz. Huch, was macht denn jetzt so Hussitenwagen hier? K vašim službám. The fuck? Ano, rozumím. Okay, speichern wir ganz kurz. Jetzt haben wir es auch mit den Ressourcen langsam hingekriegt, dass wir jetzt hier ein bisschen stabil laufen. Do utoku. Do utoku. Ich habe mehr Länder erobert, als die meisten Menschen überhaupt benennen können. Ich werde mich nicht vom Pöbel aufhalten lassen, der Krieg spielt. Das ist okay. So przykazujesz. Ano, pane. Nein, nicht auf den... Jetzt kommen die alle angeschissen. Na, ihr seid solche Idioten, Alter. Do zbraně. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, selber schön. Dann machen wir erst ein Game kaputt und dann holen wir uns die beiden Wege. Oh, daneben. Stark. Ano, jak žádáš, co přikazuješ. Rozumím. Do zbraně. Sehr gut. Ano. Das ist schon mal wichtig. Was jak žádáš. Do útoku. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ. Do útoku. Bojujme. So, immer schön reinballern. Do útoku. Bojujme. Ja komm, nicht zurücklaufen, angreifen, Jungs. Mein Gott. Okay. Ja, wenn dir das gefällt, dann mach halt. Mit so ein paar Konditieris kannst du hier nicht viel anfangen. Ano, so przykazuje. Leute, ihr müsst euch ja schon ein bisschen dagegen wehren. Ihr könnt nicht einfach die Posten angreifen, ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Jan Žižka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ich brauch mehr Trash. Ist ja ganz kompliziert mit denen. Ano. Ano, pane. Bojujme. So, tötet die. Do zbraně. Bojujme. Los, kaputt machen, danke. Rozumím. Wir sind nur für die Einheiten hier, für nichts anderes. Gebäude vernichten können die anderen. Wir sind euch dankbar, Jan Žižka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. So. Rozumím. Sieht gut aus, was wir hier machen. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ohne dich natürlich. Zack. Wobei, gehen wir bis auf Seite. Die wollten nicht alle vom Turm getötet werden. Das macht ja gar keinen Sinn. Hatte die Mönche? Ach, ich hab die Stimme voll vergessen. Die ist ja voll gut. Ano. So, einer von euch geht bitte jetzt wieder hier an sein Feld.
Jsem připraven. Štěpu dřevo. A dann gehen bitte einmal mit hier oben zum Holzhacken. Dřevo. Ganz entspannt. Beziehungsweise einer von euch. Ano. So, du gehst bitte nochmal hier mit ans Feld. Ano. So, und schon ist der Gelbe weg, aber irgendwie war der jetzt gefühlt einfacher zu töten, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da kommt eine richtige Armee entgegengelaufen. Oder wir haben die Armee gut besiegt, kann auch sein. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall zufrieden, so wie es jetzt gerade läuft. Und der Turm, da wurde nicht mehr angegriffen, witzigerweise. Obwohl ich komplett vergessen habe, welche Mission das ist. Ich meine, jetzt langsam, wo ich hier unten kämpfe, bin ich ehrlich. Ihr habt großen Königen gedient, ich wieder einigermaßen Janschiska. Doch jetzt kommandiert ihr Ketzer und Rebellen? Oh, wie weit seid ihr nur gesunken? Ey, bis nach ganz unten noch tiefer. Ich bin selber ein bisschen stolz auf mich, danke. Ey, aber muss zugeben, so tief wie ich gesunken bin, bist du nicht gesunken. Muss mal so sehen. K vašim službám. Okay, wir haben zwar jetzt nur 7 Hussitenwagen, ist das nicht so viel? Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Ano, pane. Wir nehmen die mal mit. Jak žádáš. Und killen das Ding. Das ist gut. So, Türmchen ist gleich im Arsch. Ja, was ist mit dem Gelben eigentlich? Wieso kommt denn da so wenig? Ich meine, da kommt ja gar keine Einheit mehr oder kriegt er keine Ressourcen durch irgendeinen Grund? Interessant. Das habe ich ganz anders irgendwie in Erinnerung. Ich habe irgendwie das ein Gefühl, ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Also, beschützt ihn vor unseren Feinden. Je mehr ich jetzt hier kämpfe, desto mehr fällt mir ja wieder ein, wie es damals gewesen ist. Mittlerweile habe ich so einige ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Aber ich jetzt im Kopf hatte, war doch hier übelst der Massenkampf, oder nicht? Aber irgendwie gar nicht. Interessant. Ano. Ja, dann machst du bitte ganz kurz das Türmchen kaputt und ihr könnt aggressiv gehen. Co přikazuješ? Hier mal ganz kurz aufteilen, nicht, dass die Manga euch alle auf einmal tötet. Ano, wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um so, dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wegpieksen. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Vielen Dank. Ihre Gegner werden von nun an weniger Vorräte erhalten. Sehr schön. Ano. Aber ich hab irgendwie mit dem Gelben ist was, keine Ahnung. Irgendwie wird da ein bisschen komisch. Aber gut, dass die Kanonen jetzt endlich aufhören, weil die waren tatsächlich kritisch, bin ich ehrlich. Auch hier oben, ich meine, das habe ich mir gemerkt. Als ich das gesehen hatte, dachte ich mir so, oh stimmt, du hast das zugemacht damals, das war wichtig. Aber irgendwie kommt auch generell gar nichts, ne? Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es ist ja trotzdem verwirrend, weil irgendwie war das halt anders. Weiß nicht. Aber ist ja okay, könnt ihr ruhig machen. Ist ja nur ein Vorteil für mich. Aber auch, dass jetzt gar keine Einheit kommt. Irgendwie ist das alles weird. Oder weil ich das Ding kaputt gemacht habe. Ach, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal so hin, ne? Ich meine, ist ein Vorteil für uns. Von daher passt schon. So, passt, ne? Zählen die als Kavallerie? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, Prikazuje. Ano, pane. Nett. Ja, dann haben wir eigentlich alles, ne? Wichtige zumindest. Wir könnten noch das machen, um die noch ein bisschen schneller zu machen, die Dorfbewohner. Die infantilen Dorfbewohner. Welche Forschung zählen für die? Kosten Nahrung statt Gold, ja, klar, aber. Eifer und Heiligkeit. Eifer, ach, schneller bewegen, klar. Und Heiligkeit. Mehr Lebenspunkte. Ja, könntest du beides machen. Was macht keinen Sinn, weil wofür forsche ich denn jetzt gerade die Scheiße hier? War eigentlich sowieso sinnlos, weil die sind günstiger als das. Ach, ist auch egal. Vašim službám. Do útoku. Do zbraně. Do útoku. Ano, rozumím. Do zbraně. Was passiert denn jetzt? Oder er hat Vorratskarren bekommen. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich mir damals einfach nur zu viel Zeit gelassen mit dem ganzen Kram. Kann das vielleicht sein? Ich glaube, wir hätten uns damals einfach zu viel Zeit gelassen. Aber jetzt ist das hier plötzlich alles kein Problem mehr.
Vaši služba. Zbraně. Okay. Co přikazuješ? Läuft. Ano. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janžiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Und der andere? Frech. Naja. Und schon sind die Ressourcen wieder leer. Ich glaube, da haben wir einfach zu lange gewartet und der hat einfach übelst Ressourcen angesteckt. Und deswegen haben wir da so einen übelsten Massenkampf. Aber ich hätte da safe lange gekämpft, das weiß ich noch, dass das hier war. Interessant. Wir sind euch dankbar, Janžiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janžiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ja, gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß nicht, ob der... Schwierig. Ich meine, ich wünsche dir viel Glück, ne? So ist nicht. Aber ich weiß nicht, ob das was Diese wird. Diese Kreuzfahrer kamen mit dem Segen des Papstes, aber nicht mit dem des Herrn. Unseren tugendhaften Hussiten sind sie nicht gewachsen. So, Angriff. Ein paar Elite-Kämpfer hier, gar kein Problem. Die paar Armbrustschützen da, weg mit dem Dreck. So, immer rein da. Die Kaserne noch ganz kurz wegballern, einfach fürs gute Gefühl. Und dort. Eine weitere Bande Marodeure ist geschlagen. Jetzt kann diese Route wieder befahren werden. Do zbraně! Du machst bitte die ganze Steam-Mauer kaputt, du machst die Mauer kaputt und dann geht's auf geht's, ne? Siehst du, da kam sogar noch eine Einheit raus, du. Kannst mal sehen. Als ob ich es gesagt hätte, du. Ballistik noch, bevor ich die mich komplett vergesse, tatsächlich. Ist mir gerade so eingefallen. Hier, ne? Hätten wir alles machen können vorher, die Forschungen, aber habe ich voll nicht dran gedacht, aber hey, passiert. Haben wir nicht benötigt, alles gut. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano. Wir haben einige Vorräte aus dem Lagerhaus geborgen. Bringt sie nach Prag, um unsere mutigen Verteidiger zu versorgen. So, dann haben wir das jetzt auch. Schön. Ano. Putz. Rozumím. Ja, komm, lass gut sein, Jungs. Jak žádáš. Reicht schon. Und hier mussten wir aber nur da hingehen und das Ding da erobern, ne? Den Vatesdom. Um die Kleinseite von den Königstreuen zurückzuerobern. Mhm. Ich frage mich ja, warum der Rote kaputt ist. Echt, weil er keinen Weg hat, so? War interessant eigentlich, ein ne? Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janžiška. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Hier läuft einiges nicht so ganz richtig, aber ich find's okay. Also habe ich jetzt auch nichts gegen, wenn ich ehrlich bin. Kann gern so bleiben. Sehr schön. Die Rationen sind zwar klein, aber jedes bisschen hilft. Ach, so klein sind die ja gar nicht eigentlich. Ist schon in Ordnung. Passt schon. Wir sind euch dankbar, Janžiška. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ja, wenn ihr mal auch einen anderen Satz sagen würdet, als immer das gleiche, wäre es auch echt ein bisschen interessanter, aber so. Ja, wir haben jetzt 4 Zufahrtswege, die direkt zu uns führen. Keiner kann was dagegen tun. Voll gut. Co žádáš? Štěpu drevo. So, und danach, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier hin. Stavím. So, machen wir das schon mal aus dem Sinn. Weißt du? Mach heile. Stehen bleiben, heile machen. Alter. Hoppala. Das sind ein paar mehr Units, als ich dachte. Ja gut, wir haben 104, ne? Macht Sinn. So. Ich bin verdammt zufrieden, wie es hier gerade läuft. Meine Freunde.
Es wird Zeit, reinzumarschieren. Oh, die haben den Bug rausgemacht. Man kann das nicht mehr überstecken. Das ist interessant. So, Herrschaften, zerstört alles. Sind eh nur ein paar Türmchen, also von daher passt schon. Leute, er kriegt auch keine Ressourcen. Bestimmt, weil ich das kaputt gemacht habe. Das war voll smart eigentlich. Aber so ungewollt smart. Ano. Vielleicht war es ja so, keine Ahnung. Im Unterbewusstsein oder so ein Scheiß, was weiß ich. Ah komm, schieß ja ganz kurz da drauf, wenn die es nicht dann durchlassen wollen. Ist ja schlimm. Mach kaputt. Bonk, 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 bonk. Stark. Ano, so przykazujesz. Ano, pane. Waschim Służba. Jadasz. Bojujmy. Nee, müsst jetzt nicht so rozumiem. Ano, bin ich fertig. Jak jadasz. Waschim Służbam. Rozumiem. Jak jadasz. Zack. So, und ihr geht bitte alle mal auf die Burg. Ihr packt das schon. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janciszka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ano, rozumiem. Waschim Służbam. Jak jadasz. Leute, aus dem Weg, bitte. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janciszka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Aber krass, also dass wir direkt den Versorgungsweg wegblockieren von Anfang an, ist ja so eine insane Hilfe bei der Mission. Alter Schwede. Also ich schwöre euch, da war richtig viel Gekämpfe damals. Wir stehen hier drin und der hat nicht mal was entgegengesetzt. Lol. Was im Službam? Wir sind euch dankbar, Janciszka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Wir sind euch dankbar, Janciszka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. So. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janciszka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Die Kleinseite gehört uns. Beseitigt die königstreuen Nachzügler und sichert die westlichen Mauern. Ihr mögt zwar die Kleinseite einnehmen, aber glaubt ihr wirklich, dass ihr gegen die glorreichen Armeen des Königs von Böhmen bestehen könnt? Ja. Nice. Ano, rozumim. Ich bin wahrlich überrascht, ano, wie einfach so eine Mission sein kann, wenn man jetzt plötzlich mal richtig spielt. Wir sind euch dankbar, Janciszka. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Boah, kannst du bitte mal die Fresse halten? Junge. Oh, wo sind die ganzen Halberdiere? Ach so, ja. Smart, die blockieren sich mal wieder gegenseitig. Die sind alle dumm. Mann, oh, Leute. So, psychisch. Das bringt doch niemanden was. Kommt, marschiert rein. Oh, Alter. Das war eine kleine Hinrichtung. So, kaputt machen. Ano, do utoku. Do utoku. Bojujme. Vašim službam. Immer schön vernichten hier. Ich glaube, das hier war so ein richtiger MVP-Move, glaube ich. Der hier unten. So, nice. Was für eine coole Mission, ohne Witz. Ano, rozumim, jadasz. Jagt ihn. Oh, putz. Rozumim. Ist da noch einer? Irgendwie so ein Elite-Kämpfer oder sowas in der Ecke? Wildbrett. Ano, pane. Jak żądasz. Bojujmy. Ano. Alles kaputt machen. Die königstreuen Truppen fliehen haltlos in die Berge. Wo ist ihre Hybris hin? Aber auch interessant, dass beide bis zum letzten Gebäude gekämpft haben, ne? Krank. Wobei, nee, der Gelb hat die eine Kaserne stehen lassen. Naja, trotzdem. Macht es nicht unbedingt besser. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janciszka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Machen wir. Sehr schön. Alles kaputt. Auf geht's, Leute.
Die Hussiten haben die Karlsbrücke überquert und stürmen nun Hradschane. So helft uns doch Kaiser Sigismund. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ihr seid schon längst vernichtet. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Ist die Frage, fährt er jetzt bis hierhin oder fährt er jetzt bis hierhin? Co po mnie żadasz? Wollte ich auch gerade sagen. Ich kracim. So eine interessante Mission, ohne Scheiß. Eigentlich müsstet ihr echt nach dieser Folge, ich werde es gleich auf jeden Fall machen, wenn ich hier fertig bin, nochmal meine erste Folge dazu anschauen, zu genau dieser Mission, um zu wissen, was da anders war. Weil ich hab's echt in Erinnerung, dass die übelst die Kämpfe mit Gelb waren. Das war richtig krass. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Oder ich hab's falsch in Erinnerung, kann natürlich auch sein. Wer weiß. Aber hey, naja, als ob ich da einen Fehler machen würde, ne? Nee. Kann gar nicht. Ja. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Okay, ja, beschützt ihn mal ruhig. Mach mal. Machen wir ganz kurz Elite-Kämpfe, dann machen wir da auch noch ein paar mit rein. Ganz viele Kasernen, sehr schön. Oh. Er greift an. So. Einmal ganz kurz speichern, weil falls jetzt nämlich ein Fehler passiert, wäre das sehr ärgerlich. Aber jetzt greift er endlich mal an. So 2 Jahre später. Ist echt interessant, ich schwör's euch. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Okay. Co przykazujesz? Ano. Wir gehen mal ganz kurz nach da oben. Machen wir ganz kurz alles voll hier. So. Oh, warte, da habe ich die Triebwerke vergessen. Alle mal rein, bitte. Egal wie, Hauptsache rein. Krank, Junge. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janschiska. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Was für eine Masse Soldaten wir einfach jetzt schon haben. Der Rote ist ja komplett aufgeschmissen. Ach ja, stimmt, der hat diese Deutschritter gehabt. Ich erinnere mich. Oh. Au. So, ganz Nahrung ausgegeben. Läuft. Als ob er jetzt... Das wäre jetzt halt lächerlich. Wir sind euch dankbar, Janschiska. Nutzt diese Vorräte, um dem feindlichen Angriff standzuhalten. Jetzt hat er Schaden bekommen. Ist ja total dumm. Wie sieht's hier aus? Gut eigentlich, ne? Damit man rein. Oh Mann, war das doof. Aber interessant ist, dass der Rote sich so lange Zeit gelassen hatte überhaupt. Also von daher passt schon. So, das und das setzen wir aber trotzdem mal hier hin. Okay, die Tribocke sind wieder viel zu dumm, habe ich das Gefühl. Ja, nice. Lass uns wieder die Mange wegmachen. Gott sei Dank. Meine Triebwerke kriegen gerade komplett auf die Fresse, auch gut. Könnt ihr jetzt mal bitte diese Scheißdinger kaputt machen? Was ist denn mit euch los? Junge. Geht ja gar nicht klar. Alter Schwede. Was stimmst du, Schwarm?
So, kannst du uns mal ganz kurz unseren guten Turm reparieren? Weil der hat es einfach nicht verdient. Der wurde zwar nur einmal gerammt, aber das einmal rammen, das war schon zu viel. Und der Rote stirbt. Tja, ja, machst du nichts. Ano! Do zbranie! Ich brauche mehr Einheiten. Ganz viele Nahkämpfer. Właśnie rozumiem. Do utoku! Ano, pana! Bojujmy! Jetzt müssen wir jetzt die Burg kaputt, der Rest ist egal. Rozumiem. Do zbranie! Co przekazuję? Wird zwar nicht reichen jetzt hier mit euch dreien da, aber vielleicht kriegt ihr ihn trotzdem kaputt. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janczyszka. Beschützt ihn vor unseren Feinden. Oh, down. Selbst Kaiser können eine Abreibung erhalten. Schön. Seht, wie dieser jämmerliche Feigling die Flucht ergreift. Ein Versorgungskonvoi ist auf dem Weg, Janczyszka. Ja, beschützt ihn vor unseren Feinden. Epischer Sieg und du beschützt ihn vor unseren Feinden. Junge, es ist schon zu Ende. Nice. Sehr geil. Das war tatsächlich nochmal zum Neuspielen eine richtig coole Mission. Ach, das sowas macht Spaß, bin ich ehrlich. So, jetzt haben wir als nächstes das Kuschluk-Attentat. Töten Sie in der zweiten Mission Genghis Khans. Oh, schon wieder Genghis Khan, krass. Kuschluk binnen 20 Minuten. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen stressig, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Weil bis jetzt hat sich das alles mal so herausgestellt als doch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt heute, ich weiß gar nicht, welche ich jetzt heute... Ich will es nicht vergleichen, ich will... Ah, die sind sogar sortiert. Ah, cool. Die sind jetzt mal echt nach Veröffentlichungs... also nach Freischaltungsdatum sortiert. Sehr gut. Ja, guck dir mal hier an, 0,5, 0,4%. Easy, so die ganz seltenen Dinger, weißt du. Selbst die Dinger, die haben alle nur 1,2, 1,3%. Krass. Ja, aber ganz ehrlich... Ich habe jetzt 4 Achievements gemacht. Alle First Try. Nehme ich gerne. Und die waren alle ziemlich geil, die Missionen. Bin ich ehrlich, jede einzelne davon. Mega nice, Mann. Also Achievements machen sogar in dem Spiel echt Laune zu machen. Ganz ehrlich. Das hast du selten. Normalerweise arbeitest du Achievements ab, aber hier gar nicht. So, was habe ich jetzt als allererstes freigeschaltet? Ich will es jetzt ja doch wissen, bin ich ehrlich. Zeig mal her. Das allererste Achievement war, verspeisen Sie 2 Wildschweine in der dunklen Zeit. Nice. Alles Gute kommt von oben, war tatsächlich mein... So frühes Achievement? Mein 8. Lol. Nee, Äthiopien? Bist du sicher? Als ob ich das so früh gespielt hatte. Warte mal, Japaner, Wikinger, Ungarn, Äthiopien. Oh, ich glaube, da hatte ich tatsächlich angefangen, erstmal freie Spiele zu spielen. Berber? Ist ja übelst interessant. Aber ja, guck mal, da habe ich erstmal die ganzen Dinger so ein bisschen durchgespielt. Die ganzen Völker. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich angefangen im Mai mit dem Projekt hier, dass ich dann alle Kampagnen spiele. Das ist so interessant, ne? Einfach 3 Jahre geht der ganze Scheiß hier schon. Aber, ey, ist geil, ist geil. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.